Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge bei F1-22. Und bevor wir jetzt mal so richtig loslegen mit My Team Karriere, will ich noch zwei Videos, vielleicht auch drei Videos noch raushauen, obwohl das dritte Video wird eher in die Sparte My Team reingehen, um uns nochmal so ein bisschen das Spiel anzugucken. Ich habe jetzt schon mittlerweile, glaube ich, 12 Videos gemacht, die so am Rande des Ganzen sind, wie ihr vielleicht mit manchen Sachen besser klarkommt, wie ihr schneller fahren könnt. Welche Setups zum Beispiel E-Sportler wie Jano ob mir verwendet oder auch welche Lenkeinstellungen. Heute will ich euch mal Folgendes machen, darauf bin ich nur ganz zufällig gestoßen, bei Spielerhub Podiumspass, und bei Podiumspass könnt ihr Sachen freischalten, die ihr später zum Beispiel kaufen könnt mit Pitcoins. Also eigentlich mit Echtgeld, aber was ich ganz interessant finde, ist bei Herausforderung, nämlich Standard VIP Serie, und wenn ihr jetzt mal einfach hier rauf geht, da habt ihr jetzt so Herausforderungen wie: toll gemacht, Alexander. Gewinne ein Rennen als Alexander Albon. Pole für Alfa Romeo. Hole beim Qualifying eine Pole Position für Alfa Romeo. Der Geist von Aserbaidschan. Liefere beim Zeitfahren drei saubere Rundzeiten in Aserbaidschan trockener Strecke ab. Gewinne ein Rennen für Haas. Und das will ich mit euch mal gerne angucken. Werden ein paar Bilder natürlich dann gezeigt, die werden nicht komplett zum Beispiel das Rennen mit Albon fahren. Aber ich dachte mir, wenn ihr das auch mal machen wollt, dann können wir gemeinsam mal durchgehen, wie ihr das am schnellsten machen könnt. Und wir legen einfach mal los mit: toll gemacht, Alexander. Gewinne ein Rennen als Alexander Albon. Dazu starten wir einfach einen Grand Prix. Nehmen uns irgendeine Strecke, die ihr gerne haben wollt. Wir gucken uns mal Australien an. Nehmen uns dazu den Williams, weil da fährt er nämlich Alexander Albon. Und als Tipp, es ist ja Williams, macht folgendes: Simulationseinstellung. Einfach mal auf so niedrig, wie es geht. Denn natürlich auch vielleicht Sessionlänge sehr kurz, damit ihr wirklich nur drei Runden fahrt. Und dann Event starten. Ja, und dann sind wir schon auf der Startausstellung. Wir sind relativ weit hinten, Platz 15. Das heißt, wir müssen uns erstmal nach vorne kämpfen. Aber ich denke mal, bei einer KI-Stärke von 0 wird das kein Problem sein. Wir müssen natürlich am Anfang ein bisschen gucken. Schaden habe ich jetzt vergessen auszuschalten. Könnt ihr natürlich auch anfangen auszuschalten. Und dann versuchen wir uns in den drei Runden irgendwie durchzukämpfen. So, hier schnell reinbremsen. Immerhin sind wir schon mal 9. Platz. Und so lernen wir auch mal die neuen Streckenlayout von Melbourne kennen. Oh, okay. Ah, warte mal, da konnte er mal jetzt hier reinbremsen. Die Kurve wurde auch neu gemacht. Sie ist ein bisschen offener, wird dann enger, um besser zu überholen. Ist bei sehr vielen übrigens sehr beliebt, das neue Layout. Oh, ein bisschen durchquetschen hier, ja. 6. Platz. So, Batterie früh einschalten. Windschatten sind wir drin. Hamilton, willkommen. Platz 4 schon mal. Oh, wir kommen aber gleich in die letzte Runde. Wir müssen noch ein bisschen sputen. 3 haben wir noch vor uns. Oh, geile Kurve aber. So, Russell und Leclerc vor uns. Ja. Ich verrate dir aber nicht wie, Jeff. So, Leclerc nur noch. Ja. Und 1. Platz. Ein bisschen rustikal mit einigen Autoschienen. Aber das Geile ist ja wirklich mittlerweile bei F1-22. Diese Flügel und Bodenplattenschienen, klar, die wirken sich auf das Auto aus. Aber nicht mehr so schlimm wie in den letzten Jahren. Also wir können die Kurven immer noch voll gehen. Das ist alles easy. Ja, okay. Leclerc kommt da auch nicht mehr ran. Ich finde das Layout geil. Ja, und damit gewinnt Alex Albon im Williams den Grand Prix von Australien. Da
Ein toller Tag, erfolgreich, dein erstes Rennen gewonnen. Haha. Oh, okay. Ja, und so wie ihr jetzt sehen könnt, wir waren vorher nämlich noch bei Rang 3 gewesen. Jetzt sind wir oben auch bei Rang 4, aufgrund dessen, dass wir mit Alex Albon gewonnen haben. Herausforderung, hat sich denn ein neues getan? Und ja, so könnt ihr nach und nach aufsteigen und dadurch dann auch hier im Podiumspass mehr und mehr Sachen freischalten, die jetzt später kommen. Weil an die Sachen kommt ihr zum Beispiel gar nicht ran. Jetzt dadurch, dass wir jetzt 3 freigeschaltet haben, können wir uns ja neue Sachen zulegen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier, glaube ich, die Lackierung schon freigeschaltet. Jetzt haben wir nämlich auch den Anzug freigeschaltet. Das sind, glaube ich, Dinge, die wir dann später mit VIP irgendwie kaufen können. Aber ihr schaltet im Endeffekt die hier oben frei. Für den 4. gibt es jetzt nicht, aber für den 5. später gibt es zum Beispiel Handschuhe und so weiter und so fort. Da kommen dann viele neue Sachen. Ich würde mal sagen, komm, wir probieren noch eine Sache jetzt hier aus. Wir haben aber auch noch VIP Bargeldkönig. Ich verdiene in meinem Team insgesamt 12. Okay, gut eingedreht mit My Team. Ach, hier sind auch viele Sachen in Sachen My Team. Mit dem Flügelschaden überhole mit aktiven DRS 15 Gegner sauber. Uiuiui, okay. Dann haben wir aber noch die Series, da können wir Rekordbrecherin Bahrain unterbieten. Beim Zeitfahren Bahrain die 1,33, Großbritannien-Profi. Also das sind schon Sachen, die sind wesentlich schwieriger als zum Beispiel natürlich so ein Standard, wo wir zum Beispiel Pole Position mit Alfa Romeo fahren müssen. Dazu machen wir jetzt einfach irgendeine Strecke nach Belieben. KI-Stärke würde ich einfach auf 0 lassen, damit wir es auch hinbekommen. Und dann einfach einen Blitz qualifizieren und das ganze Event dann starten. Dann starten wir auch die Runde und fahren gemütlich unsere Runde, weil ich denke mal, wir haben hier die Möglichkeit, die Pole locker zu bekommen und das Ganze sogar mit, ja, 3 bis 4 Sekunden Vorsprung. Also die Kurve, die ist ja wirklich geil. Also die gefällt mir richtig gut, haben sie richtig schön konstruiert. Ja, und am Ende haben wir auch die Pole Position rausgeholt und ihr seht auch bei Standard, wir haben jetzt 250 Erfahrungspunkte bekommen, Pole für Alfa Romeo und wir haben sogar noch was anderes freigeschaltet und dafür haben wir jetzt ein paar Erfahrungspunkte bekommen und sind dem Rang 5 schon viel mehr entgegengekommen, haben den auch schon auch geschafft, sind jetzt quasi Richtung Rang 6 und da auch sehr nah dran und jetzt haben wir die Handschuhe oben bekommen und alles was da drunter ist, wahrscheinlich irgendwelche Pitcoins, die kriegen wir dann mit anderen Herausforderungen in Sachen Serie oder VIP. Also ihr seht, ihr könnt relativ einfach neue Sachen bekommen. Wie gesagt, da oben, ihr seht es ja so ein bisschen an der Seite, da steht einmal kostenlos und einmal VIP. Sind ein paar nette Sachen dabei. Hier haben wir später dann zum Beispiel einen Helm. Wir haben ja auch später Bitcoins, die dazu kommen. 2500, das sind immer knapp 2 Euro. Wir haben auch irgendwelche neuen Posen. Epi zum Beispiel, Abstauber, Handschuhe, die später dazu kommen. Da sind schöne Sachen dabei. Autolackierung. Sehe ich jetzt aktuell irgendwie nicht eingesperrt. Stahlweiß. Ach, ist eine Beleuchtung. Okay, aber Lackierungen sind immer eher auf der Richtung VIP. Hier unten haben wir noch einen. Ja, und das geht dann quasi so weit. Also, spannend ist es aber auch nicht in diesem kostenlosen Bereich. Da könnte ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, kommen. Da ist natürlich solche Lackierungen dann schon ein bisschen, die unten bei VIP sind, wesentlich interessanter. Da habt ihr auch die schöneren Sachen wie Helm oder sowas und welche Unterböden. Zum Beispiel hier auch eine sehr schöne Lackierung. Gerade auch, weil man da viel mit machen kann. Aber ja, das war es im Endeffekt gewesen. Das waren Sachen Herausforderungen. Die anderen Sachen sind dann doch ein bisschen expliziter. Gerade Bargeldkönig, da müsst ihr immer 12,5 Millionen haben. Führen My Team insgesamt 5 Boxenstops durch. Das kommt dann später auch. Also das sind Sachen, die kommen sowieso mit der Zeit. Standard ist dann für alles andere. Und ja, ich würde mal sagen, das war es eigentlich soweit gewesen. Ihr habt noch Artikel des Tages. Da könnt ihr Sachen kaufen, weil die vielleicht gerade Rabatt haben oder sehr beliebt sind. Zum Beispiel V6 Schwarz. Der Tisch sieht ganz nett aus. Bedenkt aber immer, die Pitcoins könnt ihr mit Echtgeld kaufen und deswegen bin ich da auch kein Fan davon. Ich bin ehrlich, ich habe meine Pitcoins oben, die 18.000, die ich hatte, schon ausgegeben für Lackierung und kleine neuen Accessoires, weil in dem nächsten Video, würde ich euch ganz gerne zeigen, könnt ihr bestimmen, ja, mit welcher Lackierung vielleicht hier starten und dementsprechend werde ich dann auch meine Fahrer damit ausstatten. Also, bis dahin hoffe ich, hat euch einigermaßen gefallen, Herausforderung, habt da immer so ein kleines Gimmick, ein bisschen Spielspaß ist mit dabei und ihr kriegt ein paar neue Sachen, zum Beispiel haben wir jetzt in der Folge die Handschuhe freigeschaltet. Also, auf Wiedersehen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.